Paul, der Waschbär. Sehnsüchtig wartete Paul auf sein Frauchen Oma Henrike. Er vermisste sein altes Zuhause und sein Herrchen Opa Harald. Er hatte Paul damals aus dem Tierheim abgeholt und ein neues Zuhause geschenkt. Nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten sorgte Opa Harald aber dafür, dass es ihm schnell besser ging. Er gab Paul die Zeit, die er brauchte, und bedrängte ihn nicht. Im Gegenteil, denn Opa Harald hatte ein ganz besonderes Gespür für Paul. Paul liebte es, Dinge zu suchen und auch zu verstecken. Und Opa Harald hatte dies sehr schnell erkannt. So hat er ein besonderes Spiel für Paul erfunden. Sobald der kleine Waschbär eine bestimmte Melodie hörte, wusste er, dass es etwas zu finden gab. Meistens war es in der Küche versteckt. Und auch dort gab es nur drei Orte, die Paul aufspüren musste. Am Ende wurde er immer mit etwas Leckerem zu essen belohnt. Aber auch Paul hatte gerne etwas von Opa Harald versteckt, und zwar seine Lesebrille. Paul liebte dieses Ding. Wenn man durch die Gläser schaute, wurde es ihm richtig schwindelig davon. Das war ein lustiges Gefühl. Außerdem genoss Paul es sehr, von Opa Harald gestreichelt zu werden. Gemeinsam saßen sie oft in Opas Lieblingssessel und während sein Herrchen ein Buch las, natürlich nur, wenn er seine Brille gefunden hatte, lag Paul gemütlich eingerollt auf dessen Schoß und ließ sich streicheln. So konnte schon mal ein ganzer halber Tag vergehen. Auf einmal war alles anders. Harald war von einem Tag auf den anderen weg und Oma Henrike weinte viel. Was geschehen war, verstand Paul nicht so richtig. Er konnte sein Frauchen auch nicht aufmuntern. Sie versank in ihrem Schmerz. Und dieser Schmerz steckte Paul an. Er wurde sehr traurig und lag oft den ganzen Tag lang eingerollt auf dem Lesesessel von Opa Harald. Paul vermisste ihn sehr. Er wurde sehr ruhig im Haus, denn auch die Enkelin Jessie kam nur noch selten vorbei. Denn sie nieste viel und musste sich immer die Augen reiben. Eines Tages schließlich wurde Paul von Jessie in einem Transportkorb gelockt und es ging auf eine nicht allzu lange Fahrt ins Ungewisse. Als sie ankamen, wurde Paul samt Korb aus dem Auto geholt und einem fremden Mann auf den Schreibtisch gestellt. Dann verschwand Jessie ohne ein Wort. Verängstigt blickte Paul in ein freundliches Männergesicht. Er versuchte, den Waschbären zu beruhigen, brachte ihn in den Garten und öffnete seinen Korb. Schnell versteckte sich Paul in einem Gebüsch. Aber dieses Gebüsch war schon besetzt. »Hey, nimm dein Hinterteil aus meinem Gesicht!« Paul sprang sofort aus dem Gebüsch. Ein Waschbärmädchen kam verängstigt aus dem Dickicht hervor. Das war Emilia. Sie wohnte schon längst hier und Paul und sie freundeten sich sehr schnell an. Emilia zeigte ihm alles und erzählte ihm, dass es hier wirklich nur nette Menschen gab. Du musst nicht mehr traurig sein. Es lebt sich hier wirklich, wirklich toll. Du hast immer was zu futtern, kannst dir selbst alles waschen und wenn du keine Lust auf Gesellschaft hast, verkriechst du dich einfach. Verkriechen. Das war das Einzige, das Paul wollte. Sein Frauchen kam die ersten Wochen zweimal regelmäßig zu Besuch und brachte ihm etwas zu essen mit, aber sie nahm ihn nie mehr mit nach Hause. Und wenn Paul ehrlich war, dann wollte er auch gar nicht mehr nach Hause. Dann wurden die Besuche von Oma Henrike seltener. Paul hatte Angst, dass sie ihn vergessen wird. Jetzt war es Dezember und bald sollte Weihnachten kommen. Wenn Paul nur daran dachte, fühlte er sich schon einsam. Weihnachten ohne seine Familie. Kann ich dich mal was fragen? Emilia hatte sich neben Paul ins Gebüsch gekuschelt und futterte gerade ihr frisch gewaschenes Obst. Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort. Was hat es mit diesem Pfeifton auf sich? Immer wenn dein Frauchen kommt, pfeift sie eine Melodie und deine Augen bekommen sofort diesen wunderschönen Glanz.
Und auch wenn Paul sonst überhaupt kein gesprächiger Kumpel war, so erzählte er Emilia seine ganze Geschichte. Auf einmal sprang Emilia auf. Hey, weißt du was? Ich finde die Idee mit dem Verstecken total super. Lass uns das doch auch machen, okay? Anfangs zögerte Paul, aber dann fand er die Idee auch toll. Es wurde bei den beiden ebenfalls zum Ritual. Immer wenn es Futter gab, versteckten sie gegenseitig das Essen und jeder musste seine Portion suchen. Das half Paul sehr und seine Stimmung verbesserte sich von Mal zu Mal. Dann endlich war es soweit. Von weitem sah Paul Oma Henrike auf sein Gehege zukommen. Schnell versteckte er sich im Gebüsch, damit sie wieder die Melodie pfeifen konnte. Als er die vertrauten Klänge hörte, schoss er aus seinem Versteck hervor und sprang auf sein Frauchen zu. Er blickte ihr in die Augen und dann auf ihre Hände. Da war es! Dieses vertraute, wohlige Gefühl. Er schnappte sich die Trauben und wusch sie in seinem Waschzuber. Anschließend kuschelte er sich zu Oma Henrike und während er fraß, lauschte er ihre Stimme und ihren Erzählungen. Wie gern hätte er gesagt, dass er sie vermisste. Dann plötzlich spitzte er seine Ohren. Hatte sie eben gesagt, sie können Weihnachten gemeinsam feiern? Als Oma Henrike weg war, lief Paul sofort zu Emilia. Sie hat sich immer zurückgezogen, damit Paul diese wertvolle Zeit alleine mit seinem Frauchen verbringen konnte. Emilia, es ist wahr, dass wir Tiere hier Weihnachten gemeinsam mit den Menschen verbringen? Aber ja, hatte ich das ganz vergessen, dir zu erzählen? Eines der schönsten Erlebnisse hier aus diesem Gutshof ist das gemeinsame Weihnachtsessen mit den Menschen. Du wirst staunen. Es gibt einen großen langen Tisch, an dem die Menschen sitzen, mitten auf einer Wiese. Und alle Tiere um sie herum versammeln und genießen ihr Weihnachtsessen ebenfalls. Das ist echt magisch.